Was geht ab? Marvin hier. Fünfte Folge Marvins Room. Irgendwas hat sich in diesem Feng Shui von diesem Zimmer verändert, weil diese maskierte Bestie und dieses Yu-Gi-Oh! Deck perfekt auf dieser Lampe positioniert waren. Und jetzt ist irgendwie, ich habe nichts dran verändert, aber im Endeffekt, dementsprechend muss ich das jetzt hier erstmal wieder aufbauen und ihr guckt euch mal das Intro an. Los. Welcome to Marvin's Room. I'm sitting, chilling, relaxing, thinking in my room. Marvin's Room. Jo Leute, was geht ab? Marvin hier, fünfte Folge Marvin's Room. Los, ich will ja natürlich nicht jede Woche das gleiche thematisieren, beispielsweise Kanye, was jetzt schon zweimal in vier Folgen passiert ist. Allerdings ist es eben momentan so, dass jede Woche eine neue News zu ihm rauskommt. Kanye war letzte Woche im Weißen Haus, um dort mit Donald Trump zu sprechen. Eines der ersten Themen, die er mit Donald Trump bespricht, ist der Bau des sogenannten I-Plane One. Das ist nämlich ein Flugzeug, absolut futuristisch aussieht, wie ihr hier seht. Er präsentiert die Idee Donald Trump und sagt, jo Leute, unser Präsident ist der Chef von unserem Land. Er sollte die coolsten Klamotten haben, die coolsten Autos und das coolste Flugzeug. Und das I-Plane One soll eben das coolste Flugzeug sein. This right here is the I-Plane One. And this is what our president should be flying in. Dann sagt er, dass er kein Problem mit Hillary Clinton hatte. Allerdings, der Slogan, der damals zum Wahlkampf benutzt wurde, hat ihn persönlich nicht so angesprochen wie Donald Trumps Slogan Make America Great Again, weil dieser Slogan sich Kanye West sich fühlen lässt wie ein Superheld und Hillarys Slogan hat Kanye eben sich nicht richtig männlich fühlen lassen. Weitere Themen sind dann eben noch sein IQ-Test, den er gemacht hat und dass er eben einen sehr, sehr hohen IQ hat, was halt auch eine Sache ist, die meistens Leute mit einem sehr geringen IQ sagen, ich habe einen sehr hohen IQ. Dann hat ein Reporter Kanye zu seinem Statement von damals befragt, wo er gesagt hat, dass schwarze Menschen George Bush egal sind. George Bush doesn't care about black people. Und dass eben heutzutage auch viele Leute sagen, dass schwarze Menschen Trump egal sind. Kanye geht auf diese Frage ein und sagt eben, dass er dieses Statement zum damaligen Zeitpunkt mit einem anderen Mindset gemacht hat, nämlich mit einem, wo er sich sehr in der Opferrolle gefühlt hat und allen die Schuld an Problemen gegeben hat, für die er eigentlich verantwortlich war. Weil damals, als Kanye West das gesagt hat, ging es durch die kompletten Medien, weil eben einer der größten Musiker des Landes etwas gegen den Präsidenten gesagt hat und jetzt tritt Kanye eben das Ganze mit Füßen und sagt, ey Leute, das habe ich gar nicht so gemeint. Dann sagt er eben zu Donald Trump, dass er gar nicht bipolar ist, sondern einfach in der letzten Zeit zu wenig geschlafen hat und dadurch seine ganzen Stimmungsschwankungen zustande kommen. That I actually wasn't bipolar. I had sleep deprivation. Dass er quasi im vollen Bewusstsein darüber ist, was er sagt und was er macht. Dann habe ich letztes Mal ja auch darüber berichtet, dass er den 13. Zusatzartikel der Verfassung der Vereinigten Staaten entfernen bzw. ändern möchte. Und dies greift auch wieder auf, diesmal von dem Winkel aus, dass es in Häusern ja auch keinen 13. Stock gibt, weil das Unglück bringt. Dementsprechend ist es doch irgendwie komisch, dass es in der Verfassung der Vereinigten Staaten einen 13. Artikel gibt. Während der ganzen Zeit ist Donald Trump still und nickt einfach nur zustimmend und denkt sich wahrscheinlich, ja Mann, geil, dass mich dieser verrückte Typ so richtig, richtig nice findet. Was ich kann hier dabei denkt, ist irgendwie auch noch nicht ganz klar. Wahrscheinlich nicht viel oder sehr wenig oder gar nichts. Aber das ist halt eben auch die Sache bei Kanye. Man weiß eben nicht, ob es der absolut geisteskrankeste PR-Stunt in der Geschichte der Menschheit ist oder ob er einfach nur geisteskrank ist, ohne den PR-Stunt. Inzwischen bin ich aber auch auf der Seite, dass er einfach geisteskrank geworden ist. Er niemanden um sich rum hat, der ihm mal sagt, yo, Kanye, was du da machst, ist dumm. Oder dass er eben einfach zu ignorant ist dieser ganzen Situation gegenüber. Da eben auch viele Rapper-Kollegen mit ihm persönlich geredet haben, aber im Endeffekt sich dann doch nichts ändert. Einer, der die Fackel für Kanye immer hochgehalten hat, war auch T.I. Er war einer der wenigen, die Kanye wirklich bis zum Schluss verteidigt haben und gesagt hat, ey Leute, er ist ein bisschen verwirrt, wirklich, er braucht einfach nur seine Zeit. Und jetzt vor ein paar Tagen hat auch T.I. gesagt, ey, ganz ehrlich, ich kann nicht länger diesen Menschen unterstützen. Du bist eine Schande für alle Menschen in Amerika, für alle Schwarzen in Amerika. Das, was du machst, ist einfach nur Arschkriecherei. Und T.I., wie gesagt, war einfach die letzte Bastion von Promis, die so hinter Kanye gestanden haben. Das macht einfach nur traurig und betroffen, dass jemand, der so kranke Musik gemacht hat in der Vergangenheit, jetzt einfach wirklich eine absolute Flasche geworden ist. It's a freaky girl, I love it. Wisch ich, du fucking Jitten, Kanye, was machst du, Mann? Ich. Song der Woche. Mein Song der Woche, diese Woche endlich mal wieder ein Song der Woche. Und zwar geht es um ZZ. Klingt eigentlich wie ein 6ix9ine Lied, ist aber gar nicht von 6ix9ine. Ist nämlich von Kodak Black featuring Travis Scott und Offset. Ice water turn Atlantic, night calling in a phantom. Emsige Rap-Ameisen werden wissen, dass dieser Beat in den letzten Wochen im Internet schon rumkursiert ist, weil es ein Video dazu gab, wie Kodak Black im Studio dazu vibet. Ich fand den Beat damals schon richtig krass. Ich war krank darüber überrascht, dass Offset und Travis Scott drauf waren. Ist auch sehr wichtig, dass die beiden drauf waren. Ich auch nicht der größte Kodak Black-Fan bin. Hatte ein bisschen Angst, dass er irgendwie diesem Beat nicht gerecht wird. Ist auch tatsächlich so ein bisschen eingetreten, weil sein Part wirklich nicht nice ist, aber Offset und Travis zerstören halt wirklich so unfassbar krank. Das kann ich nicht in Worte fassen. Der Offset-Part unfassbar. Er erwähnt natürlich die Patek. Sonst wäre es ja auch kein richtig Offset-Part im Jahr 2018. Danach wieder eine Hook von Travis Scott und dann
kommt dieser Kodak Black Part, der kann dann auch getrost geskippt werden, aber Offset und Travis retten auf jeden Fall diesen Track und für mich absolut mein Song der Woche, weil die positiven Seiten von den beiden überwiegen den negativen Seiten von Kodak Black. Dementsprechend, auscheck. Teil 2 von Drake gegen Pusha T Beef, wo Kanye auch seine Finger mit im Spiel hat. Und zwar war Drake vor ein paar Tagen in der Talkshow, wenn man das so nennen kann, von LeBron James auf HBO. The Shop heißt das Ganze. Drake wurde von Kanye eingeladen, in diesen Sunken Place zu kommen, wo halt eben diese ganzen 7-Track-Alben produziert wurden. Fährt dahin, ist mehrere Wochen da und meint im Endeffekt, alles was gemacht wurde, war nur für Musik von Kanye. Pretty much spending majority of my time working on his music, like just trying to like cook up ideas for him, you know? Kanye hat Drake dann den Lift Yourself Beat gezeigt und meinte, yo, wenn du willst, kannst du den haben. Dann reden die beiden auch über Release Dates von ihren Alben. He said he wasn't dropping till like October, November, something like that. Drake sagt eben, dass seins im Sommer kommen soll. Kanye sagt, ach, alles cool, meine Alben kommen erst Oktober, November um die Gegend rum. Drake erzählt Kanye eben auch noch von seinem Sohn und zeigt ihm den Track, wo er die ganze Zeit über ihn redet. Fragt Kanye sogar noch nach seinem Rat zu der ganzen Situation, wie er es lösen soll. I send him a picture of my son. Oh my God. I tell him I'm having trouble with my son's mother. We had a conversation. Dann verlässt Drake Wyoming. Eigentlich scheint alles cool zu sein. Dann ist Drake wieder zu Hause. Auf einmal schreibt Kanye ihm einfach nur I love you, bro. Droppt dann sein eigenes Lift Yourself und wir wissen ja alle ganz genau, wie das klingt. Scoop-dee-dee-whoop. Whoop-dee-scoop-dee-poop. Dann gibt's halt plötzlich diese ganzen 7-Track-Alben von Kanye, die alle gleichzeitig um das Release-Date von Scorpion erscheinen. And all these dates are out, one by one by one, all around June 15th. Dann kommt dieses Pusha-T-Album Daytona raus. Auf dem letzten Track ist dann eben ein Ghostwriter-Diss, der auf Drake abgezielt hat, wodurch er sich dann natürlich angegriffen gefühlt hat. Dann ist diese ganze Beef entstanden zum Story of Adidon-Track von Pusha-T. Drake meint, er fand den Track in Ordnung. Das Krasse daran war aber einfach der Zeitpunkt und die Art, wie es eben gemacht wurde. Weil der Diss-Track Drake in Ecke gedrängt hat, wo er entweder antwortet und noch dreckiger wird als Pusha-T und für immer dann damit irgendwie in Verbindung gebracht wird. Andererseits macht er gar nichts und ist dann für immer derjenige, der Pusha-T nicht geantwortet hat. Er sagt selber, er hat einen Diss-Track geschrieben, auch mit so richtig kranken Insider-Infos. Natürlich muss er das sagen, so er wird ja nicht sagen, nee, der hat mich zum Bein gebracht, dann habe ich aufgehört. Das Einzige, was ihn bei Story of Adidon richtig sauer gemacht hat, war halt eben der Diss gegen seinen Produzenten 4D. 4D hat bekanntermaßen MS, eine unheilbare Krankheit, die bei vielen Menschen schon früh zum Tod führt. Pusha-T hat im Diss ein paar sehr explizite Zahlen dazu gebracht. Tick, tick, tick. How much time he got that man is? Six, six, six. Er meint halt eben, dass er es verkraften kann, dass irgendwelche Rap-Fans sich denken, oh, Drake ist voll die Pussy. Deswegen hat er es sein lassen, weil er nicht wollte, dass es dann so eine Schlammschlacht wird über die nächsten 2 Jahre und hat damit das Kapitel eben zugemacht. Natürlich gibt es immer 2 Seiten zu so einer Geschichte, aber wenn das tatsächlich wahr sein sollte, dann ist Kanye auf jeden Fall ein richtiger Hund, aber andererseits auch ein schlauer Typ, aber der Hundanteil überwiegt auf jeden Fall. Andererseits muss man natürlich anerkennen, dass das ganze Konstrukt Wyoming mit Drake und hinfliegen und dieser Lift Yourself Beat schon ein sehr, sehr, sehr kranker Move von Kanye wäre, ungeachtet davon, ob es jetzt moralisch vertretbar oder verwerflich war. Drake hat dann auch gesagt, dass er nachdem er in Wyoming war, noch weitere Tracks für sein Album aufgenommen hat, unter anderem eben Nonstop, In My Feelings und Mob Ties. Und es gibt ja im World Wide Webs die Theorie, dass Drake uns in seinem Album unterschwellig gesagt hat, dass er Sex mit Kanye Wests Frau hatte und dass in dem Song In My Feelings eben auch um Kim Kardashian geht. Die Theorie ist ein bisschen länger, bringt jetzt nichts, das hier einzublenden. Müsst ihr euch einmal komplett reinziehen, ich kann euch das gerne verlinken. Dass er dann noch so richtig plakativ am Ende von der Show sagt, so ja, diese Songs sind dann danach entstanden, lässt ja irgendwie nochmal darauf deuten, dass es vielleicht ein Fünkchen Wahrheit daran geben könnte. Da aber Kanye momentan auch sein Social Media gelöscht hat, wird es wahrscheinlich auch nicht zu irgendeiner Antwort kommen. Und den Rest muss dann eben unsere Fantasie regeln. Eine Menge Fantasie. Overrated, underrated. Diese Woche auch ein Migo. Leider hat er nicht so gut abgeliefert wie Offset. Wer bleibt denn noch übrig? Quavo hat sein Soloalbum Quavo Handschuhe rausgebracht und es ist mittelmäßig. Ich hatte ja letzte Woche darüber geredet, dass irgendwie dem ganzen Migos-Ding, diesem Trap-Film, noch eine ganz neue Richtung geben kann. Einen anderen Drall auf dem Ganzen, irgendwie ein bisschen frischen Wind einfach, weil dieser Trap-Sound von den Migos eben sehr stagniert in den letzten Monaten. Nein, hat er nicht. Das Album ist 21 Tracks lang, Minimum 10 Stück davon sind halt absolut generische Trap-Lieder. Quavo immer mit dem gleichen Flow unterwegs, die Beats sind nicht wirklich einfallsreich, die Features sind meistens das Beste auf dem Track. Der Drake-Track ist sehr gut, finde ich, auch weil der Beat das Ganze so ein bisschen trägt und eben Rerun mit Travis Scott, was sehr lange schon irgendwie im Internet kursiert ist und jetzt endlich in CD-Qualität den Weg in unsere Ohrmuschel gefunden hat. Aber sonst ist halt eben nicht viel zu holen auf diesem Album, weil es alles wirklich genau nach diesem Schema F von Migos ist und genau das, was ich eben befürchtet habe, dass es eben wieder dieselbe Schiene ist, die bisher gut funktioniert hat, sonst wären die Ketten eben nicht so groß und icy, aber halt irgendwann auch langweilig wird.
wirkt. Er wirkt zwar an Stellen so, wie er würde versuchen, aber es eben nicht hinbekommen, was das Ganze noch schade ist, so, weil wenn das nicht mal schafft, so, dann heißt es ja, dass es auch nicht hinbekommen wird in den nächsten Jahren. Das macht halt eben keine große Hoffnung auf weitere Migos-Alben so. Dementsprechend Corvius, Coavius, Quantanius, Rex, Tut mir sehr leid, Overrated, dein Album diese Woche. Underrated, zu fröhlicheren Themen. Fröhlichere Themen trifft es auch ganz gut, weil die Person normal immer nur über Selbstmord und Drogen und verlorene Frauen redet. Und es geht nämlich um Juice WRLD. Juice WRLD hat 3 neue Tracks rausgebracht jetzt über die letzten Tage. Einer auf Soundcloud, einer mit Future, einer mit Video von Cole Bennett auf YouTube und der ist Armed and Dangerous heißt das Ganze. Underrated, weil Juice WRLD, wie gesagt, noch nicht so krass stattfindet in Deutschland. Was mich eben gefreut hat, ist, dass bei allen 3 Liedern, die rausgekommen sind, er nicht nur über Xanax-Missbrauch, Ex-Freundinnen und Selbstmord redet, sondern eben auch einfach mal über seinen Lifestyle, über seinen Erfolg und so weiter redet. Also quasi dieser klassische, heutzutage Rapper-Shit. Aber von seiner Seite aus klingt das eben sehr erfrischend, weil er irgendwie sich anfühlt, als wäre er viel glücklicher. Als wird es ihm besser gehen, als wird es ihm gut gehen. Das wollen wir natürlich auch alle sehen von unserem guten Arzt in Saftwelt. Den Track mit Future ist auf jeden Fall auch nicht verkehrt. Könnt ihr euch ja auch mal reinziehen. Shorty like $1,000 plate, fine China. Tell her that she beautiful every day, I remind her. Und das ist einfach mal ein nicer Wandel von den Themen, die man normal von ihm kennt, die er auch sehr gut behandelt, aber trotzdem ist ein bisschen Veränderung einfach immer nice und macht auch natürlich noch mehr Bock auf irgendein Projekt, was hoffentlich bald von ihm erscheinen wird. Öffentlich bald. Das ging schneller als gedacht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Fine China war nämlich nur eine Ankündigung für ein Kollaborationstape, was von Juice WRLD und Future gemeinsam diesen Freitag, den 19. Oktober, erscheinen wird. Wenn Fine China eine Art Vorgeschmack auf den Sound vom Projekt ist, dann bin ich auf jeden Fall guter Dinge, dass es eine nice Sache wird. Vielleicht schafft Juice WRLD es ja auch irgendwie, den alten Codeine Crazy Future wieder zu aktivieren. Ich freue mich auf jeden Fall und nächste Woche wird da bestimmt die ein oder andere Silbe drüber verloren werden. Sportreporter Marvin S. Room hat sich natürlich nicht lumpen lassen, auch mal die aktuellen Sportgeschehnisse, wo auch ein bisschen Hip-Hop mit dabei ist, für euch zusammenzufassen. Und zwar geht's um unser aller Lieblings-Internet-Troll, 50 Cent. I can't see my legs! Und zwar hat sich 50 nach dem Kampf von McGregor gegen Nurmagomedov eingeschaltet. Wie einige mitbekommen haben, gab es ja einen Kampf zwischen den beiden. Die Teammitglieder von Nurmagomedov sind noch auf McGregor draufgegangen. Die UFC hat den beiden jetzt erstmal Ansagen gemacht, dass sowas nicht passieren darf, dass es noch Strafen geben wird. Die Teammitglieder von Nurmagomedov sollen jetzt aus der UFC suspendiert werden und er sagt, wenn das der Fall sein sollte, wird er eben auch gehen. Da grätscht 50 dann eben rein, der ja bekanntermaßen Verbindungen zum UFC-Kontrahenten Bellator hat. Er bietet Khabib 2 Millionen Dollar an, wenn er weg von der UFC geht und hin zu Bellator. Khabib antwortet sogar darauf und bedankt sich für das Angebot und fragt, wie sie das am besten machen. Die beiden haben irgendwie dann schon ein Treffen so halb arrangiert. Khabib lädt ihn in seine Heimat ein, 50 sagt, ich schicke dir ein Flugzeug. Allerdings ist es dann so, dass plötzlich der Manager von Khabib einsteigt und sagt, dass 2 Millionen für ihn absolutes Kleingeld sind und dass 50 Cent sich mal wieder nur irgendwie relevant machen will. Dann, wie sollte es auch anders sein, wenn man 50 Cent angreift, gibt es mal wieder Social Media Stress. Und zwar postet er ein Bild von ihm und sagt, was das für ein verdammt billiger Anzug ist und dass er in so einem Scheißanzug doch bitte nicht über so viel Geld reden sollte. Das Problem ist dann, dass Khabib wieder einsteigt und sagt, dass er eben nichts gegen seinen Habub sagen soll, wodurch wahrscheinlich dieser ganze Deal auch schon nicht mehr zustande kommt. Und seitdem hat sich das Ganze auch ein bisschen im Sand verlaufen. Das Ganze ist natürlich nur wieder eine von 100.000 PR-Stunts, die 50 Cent in den letzten Jahren im Internet zum Besten gegeben hat. Give me a piece of this cheese. What? Er hat sich inzwischen schon mit Dutzenden Menschen gebieft und nie sind diese Menschen so richtig gut aus diesem Beef rausgekommen und 50 Cent ist irgendwie immer unversehrt geblieben. Shit. Sein Beef mit Fat Joe, wo er ein Video gemacht hat, in dem er ins Krankenhaus kommt, als er das neue Fat Joe-Album gehört hat. Oder als er mit Rick Ross Beef hatte und irgendwie rausgefunden hat, dass er früher Polizist war, das Ganze irgendwie öffentlich gemacht hat. You think you lost your shoe deal because of me? Yes. It's because you're a cop, Rick. Nobody likes the fucking cops, Rick. Dann natürlich diese ganze Geschichte mit Floyd Mayweather. Die beiden waren mal Freunde, dann ist irgendwie ein Beef daraus entstanden und seitdem sind die sich immer wieder auf Social Media am Bekriegen. 50 Cent fiel meistens darauf ab, dass Floyd Mayweather nicht lesen kann. If you can read one full page of a Harry Potter book, nigga, I'll give 750.000 to whatever charitable organization you want. Dann erinnern sich echte OGs natürlich auch noch an dieses Video mit diesem kleinen Jungen aus Kanada. Wie es dazu kam, weiß ich bis heute nicht, aber es ist nach wie vor ein Klassiker des Internets. But I'm here to introduce to you the new secret weapon right here. Hello. Hiya.
Sein aktuellster Spruch oder Markenzeichen ist eben der Hashtag GetThisRap, was so viel heißt wie Hol die Waffe, was er ungefähr unter jedem Bild postet und hat angeblich jetzt die Rechte zu diesem Spruch an Bellator, die MMA-Organisation, verkauft. Diese Gerüchte wurden von Bellator dementiert, allerdings gab es wohl tatsächlich Business Talks, dass die beiden irgendeine Kooperation eingehen, was halt irgendwie auch ein genialer Coup von 50 Cent ist, mal wieder aus nichts irgendwie was zu machen. Ich finde halt eben, dass 50 Cent einer ist, der irgendwie seit Jahren nicht mehr so krass mit Musik überzeugt, aber durch seine Internetpräsenz immer wieder Lacher erzeugt, aber auch irgendwie furchteinflößend für viele Menschen ist, weil die wissen, dass man sich mit 50 Cent einfach nicht anlegen sollte, weil dieser Mann absolut geisteskrank ist. Das war's mit der 5. Freunde Marvin's Room, meine Folge. Ich hoffe, ihr habt dieses Video so angeguckt, wie Joe Biden Obama anguckt. Falls nicht, könnt ihr euren Blick bis nächste Woche noch üben. In diesem Sinne, bis zur nächsten Woche, Freunde. Ich bin raus.